Ja, Leute, quatschen wir ein bisschen über die aktuellen Gerüchte aus der Welt des Fußballs. Und zwar heute über neue Fußballschuhe. Und zwar konnten diejenigen unter euch, die die Trainingseinheiten der deutschen Nationalmannschaft in letzter Zeit verfolgt haben, Toni Kroos unter anderem mit neuen Fußballschuhen sehen. Und zwar haben wir euch hier mal das Bild reingepostet. Toni Kroos ist wohl der erste Spieler, der schon mit dem neuen Adidas 11 Pro zu sehen ist. Der 11 Pro, der eigentlich erst im nächsten Monat auf den Markt kommt, und in dem weißen Look sogar erst im Januar vorgestellt wird, wird auf den Bildern wohl von Toni Kroos getestet, der einen komplett weißen Schuh der Adipure trägt. Es ist nicht selten, dass sowas passiert. Das heißt, es kommt häufiger vor, dass Adidas die Schuhe von Profis spielen lässt. Kroos, der als einer der Promotion-Spieler für den 11 Pro gilt, wird mit Sicherheit auch die neuen Versionen erhalten. Bisher hatte Kroos immer einen weiß-blauen, wenn ich mich nicht recht entsinne, Adipure 4 sogar noch an. Nun wird er wohl auf den neuen 11 Pro wechseln. Highlight dabei, der neue 11 Pro soll ab nächsten Monat dann wieder mit Karledermaterial auf den Markt kommen. Wir freuen uns auf die Schuhe, Toni Kroos scheinbar auch, und sind gespannt, was ihr dazu sagt. Was ist mit eurer Meinung? Freut ihr euch auf die neuen Adipure? Sagt ihr, Känguru-Ledermaterial ist endlich wieder ein Highlight im Adipure? Lasst es uns wissen über Facebook, YouTube und Twitter.